Zusammen und willkommen zurück bei Minecraft. Let's Block Together, Let's Build Together mit Anduin Grüß euch. und Tibra. Ich bin dabei, die Halle dicht zu machen und du werkst irgendwo außen. Ich arbeite an meinen Türmen, ja. Sehr gut. Ja. An meinem Turmprojekt, dass das fertig wird. Gut. Ja, und wir hoffen, das ehest möglichst geschafft zu haben. Ich will nämlich endlich in die Mine gehen. Da werden wir wahrscheinlich wieder mit Zeit drauf arbeiten, oder? In der Mine? Hm? Ja, das Oder ist gut. nehmen wir konstant auf. Na, Zeitraffer ist eine gute Idee. Schon was überlegt dazu. Wäre doch, ja. Nein, wir werden heute mal eine Höhle suchen, erkundigen, ausleuchten, uns den Zombies stellen, so in der Richtung, Ah, okay. denke ich mir. Und dann werden wir sich ja eine Ja, aber Mine so essen. das normale Farmen nehmen wir, glaube ich. Ja. Machen wir so aus Zeit drauf. Ne? Ja, genau. Das wird sonst ein bisschen fad. Gut. Ich bin fast durch mit meinen Gängen. Mir fehlen dann nur noch die großen Quergänge. Aber das soll ja kein Problem sein. Die habe ich schon mal geschafft. Hätte die da quer auch schaffen. So, dann haben wir. Ab in den nächsten Gang. Ja. Quietsch. Das ist cool, durch die Gänge fetzen. Da fühlt man sich wieder wie ein kleines Kind am Schulgang. Weißt Okay. du? Lang, lang ist's hier. Ja, oh, viel zu lang. Ich will das gar nicht nachrechnen. Sonst stimmt meine These nicht mehr, dass ich 29 bin. Berliner 90% Abonnenten, alleine aufgrund der Aussage. Nein. So. Wie was? Die zwei sind ja schon Erwachsene, Igitt. Die sind uralt. Nein, sind wir nicht. Wir sind 20 plus. Jetzt hast du aber nachdenken müssen, gell? Das hat mit dem Denken nichts zu tun gehabt. Ich habe mir einfach jeglichen Kommentar verkniffen. Wir sind frisch gebliebene. Gut, hätten wir das zum Altersthema. Okay. Jo. So viel zu den Schulgängen. So, ein paar mehr Flitze noch. So, die Gläser, die ganzen Beleuchtungen für die Fenster werden wir dann von innen wieder reinsetzen. Da immer durch die Öffnungen so rumgeklickse. Müssen wir auch gleich rein.
So. Da muss man sich so konzentrieren aufs Bauen und mitzielen. Naja, Das. im Eingriff, glaube ich, sind wir am ruhigsten. Ja, genau. Man ständig am Zählen und am Überlegen, schaut das drüben aus, ohne dass man ständig hin und her fliegt, was ich sehr gern mache. Ja, ich auch eben vorhin. Ah. Ja, nicht so gut. Aber trotzdem, es ist sehr beruhigend, finde ich. Naja, das Minecraft ist richtig zum Kopf entleeren. Man baut da schön gemütlich vor sich hin. Ja, macht sich keine Gedanken wegen der Statik. So wie in 7 Days. Ja, genau. Da habe ich letztens ein paar Cobblestone-Frames versenkt. Jo. Das ist hier, kommt hier nicht zum Tragen, immer. Ich mein, es tut hier nichts zur Sache. Bestimmt, ja. Da muss ich dann schauen, wie ich das drüben gemacht habe. Weiß ich nicht. Die Liebesstatik. Bin mir ja nicht sicher, ob ich da nicht gerade irgendwie Block übersehe oder passt das. Ja, schaut wirklich genauso aus. Cool. Du, ganz ehrlich, auch wenn es nicht genauso ist, ich glaube, es würde nicht auffallen, oder? Ja, dir. Reicht ja schon. Ja, okay. Hab's verstanden. Ja, das ist. Wir haben ja, bevor wir begonnen haben mit den YouTube-Aufnahmen, hat es ja auch schon einen Minecraft-Server gegeben und also begonnen haben wir mit einem originalen Minecraft-Server. Irgendwann ist es dann geworden, so immer noch mit Mod-Unterstützung. Und schlussendlich sind wir dann eben bei dem Spycode gelandet. Und im Zuge der ersten Server-Variante, wo wir halt mehrere Maps Betrieb hatten, haben wir relativ viele Maps. Ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, dass man teilweise halt mit Planet Minecraft Downloads und so gespielt haben und verwendet haben. Und wenn du dann siehst, also es gibt ja da wirklich geniale Künstler, also das muss man schon einmal dazu sagen, also Hut ab vor dem, was die Leute da teilweise Vor allem zustande die bringen. Timelapse, die was dann zu sehen sind auf Planet Minecraft, die sind Ja. so genial. Da sind wir so weit weg. Also, für mich nur immer einer der größten Baugruppen ist New Haven. Okay, ja. Was da dieses Wikingerdorf. Ja, das war Also, wenn du so einmal schön. schaust auf YouTube, gibt es ein New Haven, Minecraft und New Haven, NEW und Heaven, also HEAVEN. Also, ja, relativ leicht zu finden. Schaut euch die Timelapse an, wo sie bauen, also es ist gigantisch. Gibt es Super eine anzuschauen, ja. mittelalterliche Stadt und eben dieses Wikingerdorf und dann jetzt neuer da diese Pirateninsel, die sie jetzt erst einmal gebaut haben. Ich glaube, die werden noch gar nicht gesehen. Ah, doch, doch. Die haben wir Okay. sie jetzt erst einmal angeschaut. Okay. Also, ja. Irre. Zum Staunen. Aber was mich dann immer wieder aufregt, und das wollte ich eigentlich sagen, ist, wenn man dann so tolle Bauprojekte sieht, wie zum Beispiel auch bei unserer alten Serverlobby, und dann siehst halt, dass jetzt sehr viel mit dem World Edit reinkopiert worden ist, einfach aus Zeitgründen. Ja. Ich verstehe ja vollkommen, also wir machen es ja da genauso. Weil wenn es ein kleines Team von 20 Personen bist, was die Ja, bauen, aber ich bin jetzt ist zum jeder Beispiel teilweise nicht mehr. bemüht, das alles im letzten Schliff schön zusammenführt. Genau. Und das fehlt mir dann teilweise. Also wenn du dich Genau. erinnerst an unsere alten Server-Lobby-Map, was wir da Blöcke ausgetauscht haben, was der Ja. Kopierfehler dann falsch gelaufen ist oder da eins vergessen, also stundenlang, bis unser Server-Lobby so war, dass wir zufrieden waren damit. Ja, wir haben da schon einiges an Zeit investiert, ja. Wir haben Stimmt. lange überlegt, ehrlich gesagt, ob wir den Server da bei den Aufnahmen verwenden, aber ich. Das wäre, glaube ich, nicht fair gegenüber den Zusehern. Ja, genau. Erstens einmal, glaube ich, macht es wenig Sinn, weil einfach halt dann riesige Welten schon
existieren, wo man nicht weiß, na, wie ist denn das gemacht worden. Also da müssen wir selbst aufpassen, weil du darfst nicht alles veröffentlichen. Also du kannst natürlich für Planet Minecraft alles downloaden, was die Personen dort zur Verfügung stellen, aber du darfst nicht alles selbst bei YouTube verwenden. Ja, genau. Somit lassen wir sie doch gar nicht auf Und irgendetwas ein. genau, dann war uns das Risiko einfach zu groß, weil aufgrund der Größe des Servers und der vielen Maps und der vielen Gebäude wir auch gar nicht mehr gewusst haben, was ist denn jetzt noch von wem, ja? Stimmt. Die Gefahr dann einfach zu hoch war, dass wir da irgendwo in einen Konflikt geraten. Dass wir sie ja gar nicht antun wollen. Nein. Aber So. ich denke, unser erstes Projekt ist schon ganz schön geworden. Oh, ist der Fehler. Ja. Ich glaube auch, dass So. durchaus okay ist. Gut, wir sind wieder dort, wo ich gestartet habe mit den ganzen Herumbasteln. Jetzt kommen wir zu den Hauptgängen. So, hier ist ein Hauptausgang, gegenüberliegend der zweite. Und hier in der Mitte, wo der Lift ist, ist noch dieser Gang offen. Von vorn bis hinten, also Irgendwie gehört das oder zugemacht. gut, das bauen wir dann nachher noch. Ich schaue mal nur an, wie ich das hier gemacht habe. Ja, ich rätsel da auch gerade ein bisschen herum, Okay. wie ich was irgendwann einmal da erstellt habe. Denn das ist jetzt komplett anders. Wie ein Dann haben wir gerade Quergang. nichts anderes übrig, weil Okay. wir mal rüberfliegen müssen. Ja, flieg nur. Ich bin gerade am Überlegen, was ich wie kopiere. Ja. Damit ich wieder auf Plan komme. Das ist gar nicht einfach. So, Halleluja. da ist da schon einmal alles eigentlich fertig. Also. Ah ja, die Bion-Daten muss ich da auch noch austauschen auf der Serverlocke. Das muss ich mir auch Ja, noch mal anschauen. Die werden bitte, die. bitte, bitte Bei mach mir schneit das. es da schon wieder. Nein, ja, bei mir hat es auch eingeschneit, quasi. Ich habe jetzt mitten in der Serverlobby ein paar Schneeflecken. Gut, aber das hat sich jetzt dann erledigt, wenn du mit der Überdachung fertig bist. So, wie mache ich das? Okay. Das aber dann da so angehängt. Ja, das kann ich mal bis nach oben, kann ich das durchziehen, das hilft schon mal. Ziehen wir mal die Säule durch, dann haben wir da die Begrenzung. Dahinter ist es sicher so ein Block, kann man. Werden wir jetzt auch einmal einfach nach oben ziehen. Ja. Jetzt holen wir sich die Säule da. Damit da geht eins weg. Jetzt muss ich mal das anschauen. Da geht eins weg. Okay, da ist Jawohl. einmal mit dem Block da in der Mitte. Kann man sich das schon wieder Gleiche in Höhe. Ruhe besser vorstellen? Dann gehört auf alle Fälle da ein Glas rein. Da bin ich mir sicher. Wenn ich mal den Anfangspunkt habe, dann geht das ganz gut, denke ich. Ja, nicht so sicher bin es mit dem da. Dass wir das nachher auch schön verschneiden. So. Okay, also dann. Stimmt, stimmt, stimmt. Gut. Ah, wir werden das ja wieder unten anpassen. Ja, das ist angepasst. Okay.
1, 2, 3. Das heißt, es ist bei 1, 2, 3. Okay, 2, Säule 1, rein. 2, 3, 4. Okay. Ah, und da ist wieder eine 1. Das ist natürlich dann das hier im Wege. Jetzt können wir, glaube ich, schon mal Ups. die Beleuchtung komplett anbringen innen. Dann wird es ein bisschen heller. Was nie schadet. Gut. Ja, das ist immer gut, wenn es heller wird. Also 2 und 4. Sollte, glaube ich, so Eins, gehören. zwei. Dann da so. Eins, zwei, So drei, müsste das vier. sein. Ja. Und unser Deko-Mädchen ist fleißig am Mitbauen, nur baut sie ihr Terrarium ab. Genau, wie beim Hof. Das Holzinventar. Ich baue da ab. Sie ist da sehr fleißig und konsequent. Jawohl, man hört sie. So. Unbedingt sehr brav, Milady. Ich muss mir das hier jetzt aufbauen, da in diesem, dieser Gang zwar genauso breit ist wie der andere Hauptgang, aber anders an der Seite eingeteilt. Schaut ein bisschen anders aus. Beleuchtung, Beleuchtung. Mit jedem Glowstone-Blöckchen wird es da draußen heller. Ja. Okay. Das heißt, eine normale Reihe dran nebenbei und dann die Kanten. So. So, das kommt weg. Dann, jetzt kommt die Kante. Ups. Fliegen, herumfliegen und bauen mit einer Hand ist gar nicht so einfach. Aber man kriegt einen Rhythmus. Ich bin nicht so so schnell wie du, Andrin. Was dann? Beim Bauen oder was? Das ist ja kein Bauwettbewerb. Das ist ja Wir haben auf nicht der alten wichtig. Serverlobby, haben wir doch so ein Gängesystem gebaut, wo wir Schienen einsetzen wollten. Na, nicht auf der Lobby, eben auf der, wo die Mine hingekommen ist. Ja. Das würde ich hier auch wieder gerne machen. Ja, das hätte ich ehrlich gesagt vorher so ein U-Bahn-System in der Bauwelt, dass man dort reisen kann zwischen den einzelnen. Stationen, gell? Weil in der Farmwelt, glaube ich, macht es deshalb keinen Sinn, weil ja, wenn wir mal einen großen Teil abgefarmt haben, kann es durchaus sein, dass wir die mal resetten, durch eine andere ersetzen. Ja, genau. Aber Na, ist okay. wir werden auf alle Fälle so ein Rail-System bauen.
Redstone. Ja, das werden wir dann wahrscheinlich eher auch in einem Zeitraffer-System machen, aber Ja, mal schauen. mal schauen, Genau. genau. Wir lassen das Ganze einfach auf uns zukommen. So, die ersten Sachen werden wir sicher normal aufnehmen, aber wenn es dann nur mehr darum geht, dass das immer wieder weiter kopiert oder so, da werden wir dann sicher ein bisschen mit Zeitraffer arbeiten, auch in zukünftigen Staffeln. Ups. So, jetzt schauen wir mal, wie das da beim Balkon So, da fehlt gemacht jetzt wurde von mir. natürlich Okay. auch Ja. die Stufe. Das da werde ich mir Ah. auch nicht merken, da den Bereich. Was denn? Ja, das, wie ich das aufgebaut habe. Fliege ja immer hin und her. Oh, Jim, Jim, So, das schließt einmal schön zusammen. Da kommt jetzt auch noch. besten, wir bauen jetzt einmal So. von oben nach unten. Ups, falscher Block. Den da brauchen wir. Gut, wie geht's denn dann Brauchen weiter? wir da den, den und da. Das wird Wie sogar schon geht es da stimmen. Ja. weiter? Schön Oh, beruhigend, wenn es richtig okay. zusammenläuft. Das wäre dann innerhalb, wären das dann Dann haben wir da diesen Glowstones Block. und dann wieder Wieder der falsche, sag einmal. solche dran. Okay. Das so, Wo ne? sind die So war Glowstones? das immer, oder? Jawohl. Passt. Dann haben wir da 1, 2, 3, 3. Ich glaube, ich habe den Dreh raus. Aus dem Dreh raus. Wie es ausschauen soll. Brauchen wir Ich glaube, ich verhalte mich etwas chaotisch, aber das wird schon. den Ich bin Stein von mir da. so überzeugt. So, und jetzt brauchen wir noch unseren Kübel für die Kübelpflanze. Ah, da ist die erste Verschneidung mit der Stufe. Schön. Sehr schön, sehr schön. Das braucht man so selten, das holen wir sie dann lieber wieder. Ja. So schaut das aus. Zack, Da kommt auch noch einer her. Dann kommt daher ein Halbblock. Jawohl. jetzt werden wir das dann wieder super weiter kopieren. Da oben liegen noch Beziehungsweise so. einen Gang fertig machen und dann drehen und Bitte. auf den anderen. Na bitte, das schaut ja schon noch relativ fertig aus, was wir da jetzt haben. Cool. Das noch. Und da fehlt der Stein noch. Na gut. Bei dir oder bei mir? Bei mir. Okay. So. Gut, ja, das heißt, das schlagen wir weg, das schlagen wir weg.
Und hier kommen wieder halb, na, Stufenblöcke her. Sehr schön funktioniert das. Das Dach können wir dann wieder rüber kopieren. Das brauchen wir nicht mehr neu zu erfinden. So, und wir sind schon wieder am Ende einer Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt wieder ein bisschen was gesehen, wie wir etwas bauen. Und ja, schaut wieder rein, Daumen hoch, liken, teilen, weiterempfehlen und bis zum nächsten Mal, wenn wir unsere Lobby fertig machen. Also unser Lager. Okay, ja, dann auf bald. Auf Ciao. bald, ciao.